Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Heute ist eigentlich so quasi Teil 2 einer Serie von Aufklärungssendungen in Bezug auf Elektrosmog und Gesundheit. Heute habe ich zwei Wissenschaftler da, die haben eine Studie gemacht, eine sehr aufwendige Studie in Bezug auf Elektrosmog und was die Wirkungen sind auf unseren Körper, aber dass man es auch optimieren kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn ich denke, dass das Sie zu Hause und mich natürlich auch sehr trifft. Bleiben Sie dran, nach dem Intro legen wir sofort los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meine zwei Gäste auch zeigen. Einerseits die Frau Dr. Diana Henz, ganz herzlich willkommen. Diana, das habe ich Diana, gell? Ja, das ist halt so impliziert aus England, gell? Genau. Also Diana, herzlich willkommen. Du bist Neurowissenschaftlerin und Kognitionswissenschaftlerin. Und auf der anderen Seite der Dr. Kurt Müller. Du bist Arzt, aber auch ein Umweltexperte, ein Umweltmediziner, einer der wenigen, die es heute gibt im Bereich Umweltmedizin. Danke, dass ihr da seid und danke, dass wir jetzt eigentlich über eure Studie reden dürft. Da bin ich sehr gespannt. Danke für die Einladung. Wir haben seit einigen Jahren sehr intensiv zum Thema der Wirkung von 3G, 4G, LTE auf die Gehirnaktivität, HRV, Muskulatur geforscht. Und seit 2019 waren in Deutschland Testfelder im Bereich 5G geschaltet. Und da waren wir die Ersten, die dort Messungen gemacht haben. Das war in Berlin, ja? In Berlin. In Darmstadt war ein Testfeld geschaltet. Wir haben dort physikalische Messungen zur Wirkung dieser 5G-Frequenzen gemacht und in 2019 auch erste Testmessungen mit High-Density-EEG im Auto und mit dem Smartphone. Wir wollten wissen, ob 5G ähnliche Effekte hat wie die Vorgängerfrequenzen 3G, 4G, LTE auf das Gehirn und haben uns mit verschiedenen Handymodellen dieser Frage genähert. Wir haben mit dem iPhone 12 getestet, das war damals brandneu, das Samsung Galaxy S20 war ein weiteres Modell. Und mit diesen verschiedenen Handymodellen haben wir die Probanden Telefonate durchführen lassen. Wir haben auch Messungen im Fahrzeug mit 5G WLAN gemacht und geschaut, wie sich das auf die Gehirnaktivität und auf den Fahrer auswirkt. All diese Studien sind mittlerweile wissenschaftlich publiziert im Journal Psychophysiology. Hier sehen wir eine ganz klassische Versuchsreihe. Wir haben zunächst Basismessungen genommen, ohne Mobilfunkexposition, haben die Probanden dort gemessen, wie das in der Basislinie aussieht und haben dann die Probanden ein halbstündiges 5G-Telefonat mit dem iPhone 12 durchführen lassen. Das sieht man in der mittleren Zeile. Was sieht man da leuchten? Ist das eine Erwärmung? Ist das eine thermografische Wärmung? Oder was zeigt ihr da? Was man darstellt, das sind die EEG-Aktivierungen im Gehirn, sogenannte Stressaktivierungen, die wir im Beta- und Gamma-Band gefunden haben. Wir sehen in der mittleren Zeile die Aktivierungen im Gehirn, die durch 5G entstehen. Das, was leuchtend gelb dargestellt ist, sind die Gehirnareale, die dadurch besonders angesprochen werden. Ist das ein Stress, was das heißt? Oder was bedeutet das genau, wenn das ganze Hirn leuchtet und aktiviert ist? Wir haben hier dargestellt die Beta- und Gamma-Aktivierung. Das sind Indikatoren tatsächlich für eine Stressreaktion des Gehirns. Das Gehirn ist hier in einem sehr aktivierten Zustand, was über die Dauer einer Stressreaktion gleicht. Vielleicht kann ich mich an der Stelle nochmal erklärend einschalten. Es ist ja so, dass wir bisher beim EEG eine Kurve geschrieben haben, wie beim EKG auch. Das war also eine eindimensional geschriebene Kurve. Und das Gerät, das Diana Henz verwendet, ist in der Funktion sehr viel weiterentwickelt. Die Abnahmepunkte sind, glaube ich, 260, Diana, genau, ja. Am Kopf. Das heißt, wir haben 260 56, die wie eine Mütze auch aufgezogen werden. Das ist durchaus Aufwand.
Und über den Rechner werden die dann erzielten Kurven, die man ja dreidimensional im Gehirn plötzlich schreiben kann, die werden optisch umgearbeitet in ein optisches Bild. Also insofern, das sieht vielleicht wie eine Erhitzung jetzt aus, das optische Bild, oder eine Erwärmung. Das ist nicht das, sondern das ist das Umarbeiten der grafischen Informationen, die der Computer bekommt, in ein Bild, weil sie das erste Mal etwas kann. Sie kann nämlich sagen, wo passiert es? Was sind die Stellen, wo es besonders passiert? Und wo? Und das ist eigentlich das Neue an dieser Technik, die einen großen Fortschritt und Erkenntnisgewinn eben auch an Informationen bringt. Also auch für die Zuschauer, diese Farbgebung ist jetzt nicht ein Bild der Hitze und ist nicht ein thermisches Bild, das dort wiedergegeben ist, sondern es zeigt die Hirnbereiche, die in ihren Funktionen der erzeugten Wellen sich ändern. Also so könnte ich jetzt auch nie einschlafen, wenn das Hirn so aktiv ist. Das ist sicherlich gleich ein Ergebnis der Schlaflosigkeit, oder? Das Bild zeigt genau, dass die natürliche Grundaktivität, die meistens im Ruhezustand im Alpha- und auch Beta-Bereich liegt, dass diese natürliche Grundaktivität durch die 5G-Exposition künstlich verändert wird. Normalerweise haben wir mit den sogenannten Niederfrequenzen im Gehirn zu tun, wozu auch die Alpha-Aktivität zählt. Und man muss sich das wie beim Computer vorstellen, dass der Computer, also das Gehirn, dann in einen Leistungszustand fährt, obwohl überhaupt diese Kapazität zum Leisten nicht benötigt wird. Was auf lange Sicht dann einer Stressreaktion gleicht, oder um den Vergleich zu ziehen mit einem Leistungssportler, der permanent auf Höchstleistung läuft und dann irgendwann zusammenbricht. Das ist die Metapher dafür. Ich habe natürlich schon auf die unterste Grafik geschielt. Kann es kaum glauben, dass das auch wieder am Stress ausgesetzt wird und trotzdem die Hirnfunktionen nahezu entspannt ist. Wir haben in einer weiteren Testbedingung dann getestet, inwieweit die Applikation von einer Technologie, hier in dem Fall der 5G Gabriel-Chip, sich auf die Gehirnaktivität auswirkt. Der Gabriel-Chip wurde auf dem iPhone 12 appliziert. Und die Probanden haben ebenfalls ein Telefonat von 30 Minuten durchgeführt. Wir haben uns sehr streng an die wissenschaftlichen Kriterien einer Studie gehalten. Das heißt, die Studie fand zum einen im Doppelblinddesign statt. Weder der Versuchsleiter noch die Probanden wussten, welches Handy mit welcher Applikation gerade getestet wird. Und zum anderen fand eine Randomisierung statt. Das heißt, jede Person hatte eine andere Abfolge der experimentellen Bedingungen, um Reihenfolgeeffekte zu vermeiden. Das ist da hinzugesagt. Und nach Ausschluss all dieser Reihenfolgeeffekte haben wir festgestellt, dass durch die Anwendung des Gabriel-Chip eine signifikante Reduktion der Stressaktivierung erfolgt. Wir sind bei Anwendung des Gabriel-Chips eigentlich wieder auf dem Ausgangsniveau der Basismessung. Man kann also sagen, dass für ein halbstündiges Telefonat die Stressaktivierung signifikant reduziert werden, wenn es bei der zur Anwendung des Gabriel-Chips auf dem Handy kommt. Aber das müsste die ganze Welt jetzt aufhorchen, was man da jetzt gerade hört, oder? Ich meine, das ist jetzt Wissenschaft, das ist fundiert, ich sehe es ja. Das ist, ich muss nicht daran glauben, das ist tatsächlich so. Die Ergebnisse sind aus vielfacher Hinsicht sehr aufsehenerregend. Das erfahren wir auch immer wieder in Seminaren, die wir geben, in Veranstaltungen wie gestern beispielsweise. Unter anderem, weil, wenn Sie in der mittleren Zeile schauen, die Aktivierungen gehen sehr tief in das Gehirn hinein. Mhm. Bei den Vorgängermodellen von Apple, beispielsweise das iPhone 5S oder auch iPhone 8, hatten wir meistens nur oberflächliche Aktivierungen im Gehirn, und diese Aktivierungen, die wir hier sehen, die gehen auch zum Teil in das limbische System, wo zentrale Steuerinstanzen, beispielsweise der Hypothalamus für hormonelle Regelkreisläufe, sitzen.
Und das kann nicht ohne Folgen bleiben. Daher haben wir neben der Gehirnaktivität auch weitere Parameter untersucht, die durch den Hypothalamus gesteuert werden. Beispielsweise die immunologischen Parameter, die dort in einer Schnittstelle quasi mitverarbeitet werden. Und wir haben uns die mitochondriale Bioenergetik angeschaut. Und was für Ergebnisse? Ich sage dazu vielleicht später noch was. Ja. Vielleicht schauen wir uns erstmal die einzelnen Untersuchungen, die Diana Henz gemacht hat, nochmal in diesem Zusammenhang an. Und ich werde danach dann etwas zu den immunologischen Befunden sagen. Genau, schau gerade, was noch an Folien kommt. Das sind interessante Bilder, ja, das sieht genau, man so. Genau, das ist der experimentelle Aufbau. Wir haben die Probanden in eine abgeschirmte Kabine gesetzt. Und das Smartphone, das iPhone 12, wurde im Abstand von 1 Zentimeter vom Ohr appliziert. Mhm. Das heißt, wir haben ein ganz reales Telefonat nachsimuliert, hält man meistens auch am Ohr oder im Abstand. Und das Telefonat würde über ein zweites Smartphone aufrechterhalten. Das heißt, aus dem anderen Raum rief jemand dieses Handy an und wir konnten dadurch 30 Minuten das Telefonat aufrechterhalten und dadurch auch kontinuierlich mit dem EEG messen. Bei dem EEG handelt es sich um eine Spezialanfertigung. Normalerweise muss man beim EEG ganz ruhig in einer abgedunkelten Kammer sitzen, darf nicht richtig blinzeln, atmen, also muss ganz still sitzen. Und wir haben es hier mit einem mobilen High-Density-EEG zu tun. Das heißt, wir können auch in alltäglichen Situationen beim Autofahren, am Schlafplatz, am Arbeitsplatz messen und hier auch in einer der Alltag nachempfundenen Situation, ohne dass man sich künstlich in eine Kammer begeben muss, wo alle Bedingungen komplett alltagsfremd sind. Mhm. Das ist der Vorteil von diesem System. Wir haben ein Ultra-High-Density-EEG mit 256 Elektroden auf dem Kopf appliziert. Und wir haben sehr viel Zeitaufwand gehabt. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis die Kappe richtig auf dem Kopf sitzt, bis die Elektroden appliziert sind. Und so sieht das Ganze dann aus der Nähe aus. Das Smartphone wurde jeweils am rechten Ohr appliziert und dann wurden die Probanden mit der Strahlung konfrontiert. Noch ein Bild. Ja, das war zum experimentellen Aufbau. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir zu den Blutproben? Die kommen, glaube ich, aber du hattest, glaube ich, auch in E-mobilen Untersuchungen gehabt. Ich weiß nicht, ob diese Bilder gleich noch kommen. In dem nächsten Bild sieht man, wie ein besonderer Hirnteil eben betroffen ist. Das ist der Hypothalamus. Und ich werde nachher, wenn wir über die immunologischen Befunde sprechen, noch mal ein paar Worte zu dieser Hirnregion sagen. Denn was uns selbst so ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir von verschiedenen Blickwinkeln aufs Problem geschaut hat. Die Diana Henz hat elektrophysiologisch hingeguckt und ich habe immunologisch hingeschaut. Und wir treffen uns an einem ganz bestimmten Punkt mit unserer völlig unterschiedlichen Art und Weise des Hinguckens. Und da bündeln sich unsere Befunde an bestimmten Stellen. Das ist der Hypothalamus eben besonders. Und darum ist diese Region eben auch in den belasteten Bildern, das ist dort oben in dem Bild zu sehen, hebt sich besonders hervor. Aber selbst diese eindrucksvolle Veränderung der Hirnfunktion ist dann in der entstörten Situation im unteren Bild praktisch völlig aufgehoben. Das ist schon bemerkenswert und auch eindrucksvoll. Kannst du uns noch sagen, für was der Hypothalamus zuständig ist? Er ist das wesentliche Steuerorgan des Gehirns für die ganzen hormonellen Abläufe des Körpers. Aber nicht nur. Was wenig bekannt ist, ist, dass das Gehirn der oberste Organisierer der Immunfunktion ist. Und das ist eigentlich gerade in Deutschland gut beforscht. Die Frau Professor Del Rey
in Marburg, hat zusammen mit ihrem Mann Besudowski, sie hatten beide ihren ursprünglichen Namen behalten, sind verheiratet, aber sie ist bekannte Forscherin, sie hat ihren argentinischen Namen dadurch behalten, weil ihre Publikationen ja über lange Zeit unter diesem Namen eben waren. Und die haben sich besonders der Thematik zugewendet, eben welche Rolle spielt in der Organisation der funktionellen Systeme des Körpers das Gehirn. Und beim Immunsystem waren wir eigentlich lange der Meinung, das ist ein autonomes System, das sich selbst steuert und für sich arbeitet. Das stimmt aber gar nicht, sondern das Gehirn arbeitet als Relaisystem, so hat sie es auch bezeichnet. Sie nennt diese Hirnstrukturen Relaisystem. Und da ist eine ständige Soll- und Ist-Abfrage zwischen diesem Relaisystem und dem Körper. Das heißt, was soll geschehen, fragt das System. Und wie ist der Ist-Zustand? Taugt der Ist-Zustand dazu, das, was geschehen soll, so zu steuern? Wenn das System sagt, nein, diese Handlungsweise taugt nicht, justiert das System von dort her neu. Und in dieses System gehen eine Vielzahl von Informationen ständig ein und aus. Und nun mogeln sich in diesen Informationsfluss plötzlich unser 5G rein als Informant. Und dann antwortet das Relaisystem natürlich geprägt von 5G auf das System. Plötzlich ändern sich diese Einstellmechanismen zum Körper. Mit was für potenziellen Gefahren? Also wir brauchen dazu natürlich Langzeitstudien. Was wir akut schon sagen können, das werde ich dann zeigen, der Körper gerät erstmal in eine Entzündung. Was daran hängt, erläutere ich dann noch, wenn wir zu meinen Ergebnissen kommen und zu den Bildern. Wir wissen noch gar nicht, was es ausmacht, wenn ich das hormonelle Regulationszentrum beim 14-jährigen Mädchen oder einem 14-jährigen Buben ändere, in der Zeit der ganzen Regulationsregelung auf das spätere Leben, weil die Pubertät dort abläuft. Wir wissen ja von der Chemie her aus früheren Zeiten, gerade aus den Publikationen von Dörner, wie chemisch solche Veränderungen auch dann noch in zu epigenetischen Effekten führen können. Wir wissen noch gar nichts bei den Neugeborenen, was das ausmacht. Ich habe vor einiger Zeit Eltern gesehen, die fuhren mit einem Kind im Kinderwagen herum und es quengelte. Was machte der Vater? Er stellte ein Video oder etwas ein auf das Handy und das Kind saß in dem Kinderwagen und stierte in 10 cm Entfernung auf das Handy. Und den Eltern ist nicht bewusst, dass sie damit Körperverletzung betreiben bei diesem Kind. Und insofern sind solche Sendungen auch wichtig, dass man mit den ganz normalen Dingen, die einem so selbstverständlich sind, anfängt, ein bisschen kritisch nachzudenken. Also das Handy ist nicht der Ersatz der Rassel. Und es ist in der Qualität der Gefahr, ist es einfach was anderes. Wir haben später auch festgestellt, dass die Phthalate in den Kunststoffrasseln auch nicht das Wahre waren. Also wir müssen doch mal über solche Dinge nachdenken. Und das ist nicht eine Eigenschaft besonders komisch konstituierter Forscher, die drüber nachdenken, sondern wir müssen unsere eigene Handlungsweise besser auf den Prüfstand stellen. Aber ich habe da noch eine Frage. Jetzt nehmen wir dieses Baby im Kinderwagen. Und weil das ist ja im Elektrosmog trotzdem ausgesetzt. Draußen in der Natur ist ja alles voll mit Strahlen. Aber wenn dieses Kind jetzt zum Beispiel auch auf eine Entstörung liegen würde oder im Umfeld diese Entstörungs, was auch immer das ist, hätte, wäre das Baby auch viel mehr geschützt. Ja, natürlich. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das, was wir machen, beim Baby nicht funktioniert. Aber müssen, es würde auch für mich, also ihr könnt jetzt hier einen so irgendwas halten, irgendwo hinhalten, dass das entstört. Ja, trotzdem müssen wir sagen, wir haben es beim Baby nicht untersucht. Das müssen wir auch sagen. Insofern behaupten wir nicht, dass es beim Baby auch so klappt, sondern wir testen das ja zunächst einmal an freiwilligen Versuchspersonen, die Erwachsene sind. Das hat auch ethische Gründe, wie man einen solchen Versuchsaufbau macht. Aber für uns wir haben keinen Anlass anzunehmen, dass das bei 2 Monate alte Lebewesen nicht funktioniert, was wir eigentlich bei Erwachsenen gut belegen können, weil die Funktionsweise des Systems ändert sich ja nicht mit dem Lebensalter, sondern mit der Belastungssituation der Struktur. Was vielleicht anders sein kann, das wissen wir von früheren Untersuchungen, ist, dass die Durchlässigkeit des Gehirns für solche Einflüsse deutlich höher ist.
Wir haben früher schon, gab es Untersuchungen, wenn ein Handy angesetzt wird, wie weit ist die Ausbreittiefe in das Innere? Und da war die Ausbreittiefe, und das hatten wir in unserer Guideline 2005 auch in einer Abbildung publiziert, international, auch hochrangig in einem Sonderheft von Environmental Health, hatten wir das publiziert. Und da konnten wir zeigen, dass bei einem Kind unter 5 Jahren die Ausbreitung fast 2/3 des Gehirns betraf. Also wenn das hier dran war, ging das wenigstens über 2/3 ins Gehirn hinein. Das waren die Thermografiebilder, oder? Ja, das war dann bei den 5 bis 10 Jahre alten Kindern etwa bis zur Hälfte. Und bei den Erwachsenen war die Ausbreitung bis 1/3 etwa, genau, ins Gehirn. Wenn wir das jetzt aber anschauen, und darüber haben wir uns gerade vor einiger Zeit unterhalten, was wir bei 5G sehen, ist eine diffuse Durchsetzung des Gehirns eigentlich zu sehen. Und wir haben auch uns überlegt, das können wir noch nicht wissenschaftlich belegt sagen, aber es ist, was wir überlegen, eine Erklärung, warum wir das Bild so sehen. Wir haben überlegt, warum ist denn der Hypothalamus so im Brennpunkt dieser Belastung? Und da haben wir etwas diskutiert, was wir damals schon bei der Abfassung unserer Guideline diskutiert haben. Ist möglicherweise die Reflexion der eingehenden Strahlung von der Schädelkalotte, also unter der Kalotte verstehen wir den knöchernen Teil des Kopfes. Und jetzt gehen Strahlen rein, die werden aber teilweise reflektiert dann von der knöchernen Struktur. Und wenn wir die Reflexionslinien machen, dann ist der Schnittpunkt in dieser Hypothalamusregion. Und das könnte erklären, warum eine Energie, die ja von den Herstellern als so schwach dargestellt wird, ähnlich wie ein Brennglas. Wenn wir die Sonne nehmen und durch ein Brennglas bündeln, dann ist an der Stelle, wo sich bündelt, die Energie eine ganz andere. Und dann hilft es nicht, dass die eingehende Energie schwach ist, weil sie sich in einem bestimmten Hirnbereich besonders bündelt. Das könnte eine Erklärung sein. Das ist aber eine Modellvorstellung, die wir bisher haben. Das Ergebnis sehen wir, das ist so, wie wir es auf den Bildern haben. Die Modellvorstellung wäre eine Erklärung, warum die Bilder so sind, wie wir sie sehen. Das Beispiel mit dem Baby wollte ich eigentlich auf was anderes rausgehen. Nämlich die Testreihen, die er gemacht hat mit diesen Bildern, waren ja alle in einem faradäischen Käfig. Jetzt hat er also Ausschluss von Elektrosmog von außen, man hat nur das am Ohr gehabt. Aber wie geht's denn eigentlich den Menschen da draußen, die tagtäglich ohne Hände spazieren gehen? Leuchtet das Hirn dann auch so? Ist der Stress von diesen exogenen Faktoren heutzutage auch schon so stark auf alle? Man kann durchaus sagen, dass dieser Stress groß ist. Wir haben Messungen in dem 5G-Testfeld in Darmstadt gemacht. Auch ohne Smartphone-Exposition hatten wir bei einigen Probanden sehr starke Stressaktivierungen im Gehirn. Da hatten wir auch eine Folie. Das ist genau, das ist die Testfahrt. Die haben wir bereits im Jahr 2019 im Winter gemessen. Und zwar auf der oberen Zeile sehen wir die Exposition in der 5G-Zone. Das ist Exposition, das ist nur die Strahlung aus dem Umfeld. Und in der unteren Zeile sehen wir die Wirkung der 4G-Zone. Man muss sich das so vorstellen, in dem Testfeld war drumherum eine 4G-Zone eingerichtet und man konnte sehr genau feststellen, ob man jetzt in die 5G-Zone oder in die 4G-Zone fährt. Und daher konnten wir diese Unterschiede sehr schön feststellen. Wie also reagiert denn da die Hersteller, wenn sie solche Bilder sehen, 4G, 5G? Das war auf dem Telekom-Gelände, fand die Fahrt statt. Ich denke, das müssen wir jetzt vielleicht nicht senden. Ich glaube nicht, dass das genehmigt war. Wir haben die Messung einfach gemacht, weil wir das wissen wollten. Und man sieht einfach, dass es ohne Smartphone am Ohr reicht, dass diese Strahlung zumindest bei eher sensiblen Personen sehr starke Aktivierung hervorruft. Diese Personen, die Beschwerden berichtet hatten, die hatten teilweise Kopfschmerzen, auch mehrere Stunden nach dieser Exposition. Der eine Proband hatte Durchfall
bis in den Abend hinein. Es gab Probanden, die haben von Magenschmerzen berichtet, Appetitlosigkeit, die auch mehrere Stunden andauerten. Aber das ist ja heute eigentlich gang und gäbe. Ich meine, heute ist ja 5G eigentlich schon da und nicht nur auf einem Testgelände. Das war, wie gesagt, 2019, da wurden die Frequenzen erst erprobt und eingestellt. Die Frequenzen wurden im Laufe der Zeit, Kurt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch modifiziert. Ja, also die Frequenzen sind schon höher geworden und werden noch mal höher werden, soweit wir wissen, wenn dann die Frequenzübertragung aus dem All umfassend wird. So sind wir informiert. Also es kommt zu einem weiteren Frequenzanstieg bei 5G. Mhm. Und was dann vielleicht ein Problem werden kann, wenn wir verschiedene 5G-Quellen haben, bodennah und vom All, dass wir dann noch mal Überlagerungsphänomene der verschiedenen Quellen bekommen. Also es wird nicht durchsichtiger und transparenter, sondern schwieriger. Aber da wird vielleicht unser großer technischer Mitarbeiter, der Harry Roos, vielleicht etwas zu diesen Überlagerungsphänomenen, die wir erwarten können, auch noch sagen können. Mhm. Ich denke, da bietet er einiges an Informationen aus der technischen Sicht. Ich habe noch eine Frage, Diana. In diesem Test 4G, 5G ohne Handy direkt am Ohr, ganz klares Ergebnis. Habt ihr auch dann mit einer Entstörung diese Fahrt gemacht und geschaut, wie es dann aussieht? Ja, wir haben an zwei Tagen getestet. Wir haben auch wieder randomisiert getestet. Und an Tag 1 fuhren die Probanden ohne Entstörung. Und an einem anderen Tag wurde mit Entstörung im Fahrzeug getestet. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir gute Erfolge mit der Entstörung im Fahrzeug. Das heißt, auch die eher sensiblen Probanden berichteten deutlich weniger Symptome und im EEG haben wir entsprechende Reduktion der Stressaktivierung beobachtet. Wow, das hat doch jetzt mal Hand und Fuß. Hä? Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie er entstört hat. Aber jetzt gehen wir mal weiter in die immunologische Sichtweise rein von dir, Kurt, oder? Ja, sind wir schon dabei? Ja, untere Reihe Befund bei Entstörung. Ja, das ist genau das, was ich jetzt gefragt habe. Hä? Ja, genau. Also wirklich, das Hirn scheint hier relaxed zu sein. Das ich denke, die Bilder sind eindrucksvoll, auch für den Laien gut verständlich. Dieser Unterschied kommt optisch sehr gut wieder. Und wir sind enorm froh über diese EEG-Technik, weil sie uns Bilder liefert. Ja, man kann euch ja gar nicht mehr irgendwie an die Wand stellen, oder? Oder diffamieren, das sind ja Fakten. Wenn wir das Ganze hätten zeigen müssen, wie man es früher machte, mit Kurven, die wie ein EKG aussehen, und dann sage ich den Zuhörern, das ist das und das ist das, kann der Zuhörer das kaum nachvollziehen. Nein. Da muss man Fachmann sein, um diese Kurven lesen zu können. Und bei diesen Bildern, die wir hier erzeugt haben, muss man nicht mehr Fachmann sein, um einen wirklich augenfälligen Unterschied zu sehen. Das ist ein großer Vorteil und das ist auch Dianas Verdienst, diese Technik perfektioniert zu haben, auch die Zuordnung im Gehirn so perfekt hinzubekommen, die Interpretation hinzubekommen. Also das ist bemerkenswert, was da eigentlich von einer so kleinen Institution, wie wir es sind, auch geleistet worden ist. Und es ist eher bedrückend, dass in vielen Bereichen der Forschung man es vermeidet, diese kritischen Themen anzupacken, weil man sich vielleicht in der Karriere schadet und weil es eher ein Hindernis ist, so etwas aufzudecken, als dass man wissenschaftlich Erfolg bekommt. Man wird nicht wirklich belohnt für solche Arbeit. Man geht Risiko ein und wird nicht akademisch belohnt. Ja, verstehe es. Ja. Leider. Das ist leider so, ja. Aber jeder andere Wissenschaftler kann zu diesen Bildern doch jetzt nicht sagen, ach, Diana Henz, das ist alles Verschwörung. Nein, also das ist ein klinisch validiertes Verfahren. Und wir sehen hier auch wieder sehr schön, wie die 5G-Strahlung auch hier wieder sehr starke Effekte in den Zentren, also in den Tiefen des Gehirns bewirkt, also nicht nur oberflächlich, sondern auch hier wieder das limbische System mit seinen zentralen Steuermechanismen für sämtliche hormonelle und auch weitere Vorgänge tangiert. Darf ich noch eine Klammer aufmachen? Ihr habt das jetzt ja getestet, entstört mit einer Technologie, habt ihr auch andere Technologien getestet und
Haben alle Ergebnisse gebracht oder nur einer? Wir haben im 4G-Bereich über 20 verschiedene Technologien getestet. Es waren Technologien dabei, da fiel der Effekt relativ schwach aus. Das heißt, die Entstörung oder auch Harmonisierung hatte zumindest auf die Gehirnaktivität nur wenig Wirkung. Wir hatten leider auch Produkte, bei denen wurde die Stressaktivierung schlimmer. Und auch die subjektiven Beschwerden nahmen zu. Also auch nicht nur bei sensiblen Probanden, sondern auch gesunde Probanden berichteten plötzlich Kopfschmerzen bei Anwendung der Produkte oder andere Fehlempfindungen im Gesicht und am Körper. Also ihr habt eigentlich letztendlich nur eine Technologie gefunden, die zufriedenstellende Ergebnisse bringt. Ja. Und da frage ich mich einfach, warum weiß ich das erst heute? Weil also, wir heute erst hier sind. Ja, ist eigentlich echt schon. Ich beschäftige mich, glaube ich, auch schon seit 2014 mit Elektrosmog. Und ich habe von dieser Technologie, wie wir heute eigentlich reden, immer was gehört, aber immer ignoriert. Weil andere immer auf mich zugekommen sind mit ihren Sichtweisen und ihren Wahrheiten, aber nie mit klinischen Studien. Genau, das ist wirklich überragend. Das ist das große Plus an der Forschung. Wir haben zu dieser Technologie seit 2016 geforscht, in verschiedenen Studiendesigns mit verschiedenen Modellen, aber immer mit klinisch validierten Verfahren. Und auch die Stichproben sind so beschaffen, dass man damit statistische Aussagen treffen kann. Das heißt, es ist eine klare Überlegenheit gegenüber anderen Produkten, bei denen oftmals nur Einzelfallmessungen herangezogen worden sind. Und diese Einzelfallmessungen sind oftmals auch mit Verfahren durchgeführt worden, die von der Medizin nicht anerkannt sind. Und das ist unser Anspruch, dass wir wirklich mit handfesten, wissenschaftlich fundierten Verfahren und auch statistischen Analysen diese Frage angehen. Ich habe noch eine Frage, wenn wir schon dabei sind. Kann man auch zum Beispiel ein ganzes Haus einpacken in eine solche Entstörung? Oder muss man immer jede einzelne Quelle entstören, jede Steckdose, jedes das oder... Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das wäre natürlich eine Frage an den Techniker, aber soweit er das immer berichtet, muss man die Einzelkomponenten zunächst mal einmal diagnostizieren. Das heißt, die verschiedenen Quellen für die elektromagnetischen Felder ausmachen und dann individuell die einzelnen Komponenten entstören. Macht ja auch Sinn, ist logisch. Genau, also man kann nicht an einer Stelle den Chip ankleben und dann ist alles gut. Also, sondern genau das wird immer wieder an mich herangetragen. Richtig, da stellt man genau, vier in eine Ecke, das macht dann, fällt eine Kugel auf. Genau. Und das misst man dann auch mit dem Router oder mit dem Pendel und so Sachen. Oder? Das ist richtig, aber leider nicht mit unseren klinischen Verfahren konnten wir das leider nicht bestätigen. Und auch nicht mit physikalischen Messungen. Wow. Und das ist unser großer Anspruch und wir sind auch immer bemüht, das zu publizieren, denn in dem Publikationsverfahren unterliegt man einem Begutachtungsverfahren durch mehrere Gutachter und erst wenn die zustimmen, dann ist grünes Licht gegeben für die Publikation, was eben auch ein Qualitätskriterium ist. Weißt du, was mich so begeistert ist, dass wir nicht wie ein Strauß den Kopf in den Sand halten müssen, sondern jetzt eigentlich durch diese Sendung wissen, wir könnten was tun, nicht nur verzichten, sondern wir können auch effektive Felder entstören. Und das hat sich für mich eigentlich immer so ein bisschen nach Esoterik angehört. Und das ist definitiv nicht so. Das haben wir beseitigt, spätestens seit der internationalen Publikation in 2018, wo in einer randomisierten Doppelblindstudie eben dieser Nachweis geführt wurde, dass die Entstörung wirkt. Gut, ist euer Techniker im Haus. Ich glaube, der kann da hier gleich im Studio weitermachen. Ja, das glaube ich auch. Ja, scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja, bitte, Diana, lieber Kurt. Gibst du mir mal den Pointer. Was man vielleicht noch sagen muss zur Technik, die ist auch TÜV geprüft. Das heißt also, wir versuchen valide Daten zu schaffen, wir versuchen reproduzierbare Daten eben zu schaffen, wir versuchen kontrolliert zu arbeiten und wir versuchen eben mit messbaren Werten zu arbeiten und auch Methoden anzuwenden, die in der Wissenschaft eben etabliert sind. Und das trifft jetzt für meinen immunologischen Blick in das Geschehen eben auch zu.
ich habe nichts Neues erfunden, was wir machen, sondern ich habe bekannte Daten angewendet jetzt in Bezug auf 5G. Das heißt, passiert Bekanntes, von dem wir schon wissen, dass es im Körper passieren kann, passiert es eben auch unter der Einwirkung von 5G. Und da ist ganz interessant erstmal dieses Schaubild, was ich gezeigt habe. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn, in dem nochmal der Hypothalamus dort im Zentrum des Mittelhirns eben dargestellt ist. Und dann wissen wir von einer Publikation, die schon, ich glaube, 1998 publiziert wurde von Sternberg, dass an dieser Stelle auch das Immunsystem durch Botenstoffe einwirkt. Was man noch wissen muss, ist, dass diese Botenstoffe, wir sehen oben im Bild IL-1, das ist die Abkürzung für Interleukin-1, dass dieser Botenstoff, wenn er im Körper außen entsteht, nicht ins Gehirn diffundiert, sondern dass es eine informative Kommunikation gibt zwischen der Peripherie und dem Gehirn. Und über Signale des vegetativen Nervensystems, wobei Sympathikus und Parasympathikus gleichmäßig beteiligt sind, wird das Gehirn veranlasst, den Entzündungsbotenstoff selber herzustellen. Und das ist natürlich ein fataler Mechanismus. Und dann war eben die Fragestellung von meiner Seite, kann 5G im Körper die Freisetzung solcher Entzündungsbotenstoffe in Gang setzen? Wenn ja, in welchem Tempo geschieht es? Da waren wir ahnungslos. Wir haben also erstmal, ich habe erstmal angenommen. Diana war in ihren Untersuchungen mir voraus. Sie hatte früher begonnen und ich war dann der Seiteneinsteiger für das immunologische Thema zu einem späteren Zeitpunkt. Insofern bin ich immunologisch auch noch nicht so weit, wie Diana in der Bildgebung des EEG ist. Aber ich kann dennoch wichtige Sachen sagen. Und da haben wir uns dann entschlossen, wir werden drei entscheidende Botenstoffe untersuchen. Das ist dieses Interleukin 1, dann Tumornekrose Faktor Alpha. Dazu muss ich etwas zu dem Wort Tumor sagen, weil natürlich der Laie jetzt denkt, wenn Tumornekrose Faktor Alpha erhöht ist, dann ist ein Tumorgeschehen zwangsläufig immer im Spiel. Das ist falsch. Sondern man hat, als man das erste Mal diesen Botenstoff fand, hat man ihn bei Tumorzellen gefunden. Und da bekam er den unseligen Namen Tumornekrose Faktor Alpha. Inzwischen wissen wir, dass dieser TNF-Alpha, so sage ich es eigentlich immer, damit das Wort Tumor nicht so ins Auge springt, der ist ein zentrales Lenkungszytokin für ganz viele Funktionen und Aufgaben. Also jetzt, dass nicht die Laien jetzt plötzlich Angst kriegen, wenn man in einem Befund bei ihnen Tumornekrose Faktor Alpha hat, dass sie sagen, also ich bin krebserkrankt, diese Aussage ist unzulässig. Und dann gibt es noch einen für die längere Entzündung, das ist das Interleukin 6, das eher chronische Prozesse untersucht. Und wir haben diese drei Zytokine bestimmt und haben sie erstmal in einem festen Zeitrahmen untersucht. Wir haben also eine Leerprobe gemacht, das ist bei 0 Minuten angegeben. Die erste Messung dann im Blut war nach 30 Minuten und wir haben das im Halbstundenrhythmus bis auf 2 Stunden fortgesetzt. Und dann kam doch etwas ziemlich Erstaunliches raus, denn dieses Interleukin 1, das wir in der vorderen dunkelgrauen Reihe sehen, das war in der Nullprobe normal und dann begann die Exposition. Und dann stieg dieses Interleukin 1 bereits nach 30 Minuten rasant an. Ich habe diese rote Linie eingezeichnet, dass man diesen Anstieg sieht. Und es fällt dann bis auf 120 Minuten peu à peu ab, bleibt aber immer krankhaft erhöht. Ja. Wir wissen jetzt aufgrund der Untersuchungen noch nicht, wie lange bleibt die Erhöhung? Das werden wir jetzt wahrscheinlich noch im Ende dieses Jahres untersuchen. Wie lange
bleibt eine solche Erhöhung bestehen. Aber was ich eben jetzt schon sagen kann, dass zu dem, was physikalisch an Einflüssen durch Diana Hentz gezeigt wurde, diese Wirkung auf den Hypothalamus, dass wir hier eine zusätzliche Verstärkung auf den Hypothalamus haben über die immunologische Reaktion und dieses Zytokin. Und das heißt, hier addieren sich zwei Effekte aus eigentlich verschiedenen Ursachen und Gründen in einem gleichen Hirnbereich. Und das ist natürlich dramatisch. Dazu komme ich gleich, was diese Entzündungsreaktionen an Folgen haben. Wir gucken uns aber zuvor nochmal das eben geschilderte TNF-Alpha, Tumornekrosefaktor-Alpha an. Und da sehen wir, das ist die vordere dunkellilafarbige Säule. Mhm. Die helllilafarbigen Säulen geben die Obergrenze der Normwerte an. Dass sich das stetig hochentwickelt, aber viel länger braucht in den pathologischen Bereich. Und erst ab der Probe 4 ist es krankhaft erhöht. Und diese Erhöhung geht aber weiter hinauf bis zum Ende des Versuchs. Es spricht vieles dafür, und das werden wir jetzt untersuchen, dass dieses TNF-Alpha sehr viel länger hoch bleibt. Und wenn wir natürlich dauernd im Alltag exponiert sind, dann kommt es auch bei solchen Personen gar nicht mehr runter. Was in dieser ganzen Zeit der 2 Stunden sich nicht erhöht hat, ist das Interleukin 6. Das ist normal geblieben. Das ist der langfristige Entzündungs- ist der langfristige, Indikator. Aber wir haben auch nicht langfristig Logisch. Untersucht. Mhm. Die 2 Stunden sind kurzfristig. Wir werden uns dieses Thema in den nächsten Untersuchungsansätzen vornehmen. Und da werden wir eben nachschauen, was ist nach 4 Stunden, 6 Stunden. Es ist allerdings eben auch so, dass es experimentell natürlich viel schwieriger ist, Patienten so lange ab, wir müssen ja die äußeren Einflüsse weg forthalten, damit wir nicht Einwirkungen ins Experiment bekommen, die damit nichts zu tun haben. Und dann müsst ihr wahrscheinlich eine Woche vorher schon entstört sein, oder? Weil ja, wenn ihr kommt mit Entzündungsprozessen. Das ist der Punkt. Also es wird experimentell sehr viel schwieriger und auch für die Probanden schlechter zu tolerieren. Also wir haben jetzt ein Versuchsmodell, das ist für die Probanden akzeptabel, obwohl auch das, Diana Hentz hat vorher gesagt, wenn schon 1,5 Stunden gebraucht werden, um die EEG-Mütze draufzuziehen, dann sieht man daran an solchen Aussagen auch, was wir den Leuten auch experimentell zumuten. Es ist nichts Gefährliches, was wir machen, aber es ist eben ein Zeitraum, in dem sie permanent unserer Fuchtel sind. Das muss man eben bei solchen Untersuchungen auch bedenken. Was wir aber wissen, und das ist das Entscheidende, wir wissen längst, und das ist wirklich wissenschaftlich gut etabliert, dass solche Entzündungsprozesse ganz entscheidend an der Entwicklung psychischer Krankheiten beteiligt sind. Das heißt, wir haben 2 Phänomene, die zu psychischen Erkrankungen passen. Einmal die EEG-Befunde. Wir wissen, dass EEG-Veränderungen bei solchen psychischen Krankheiten gesehen werden. Wir wissen aber, und das besonders aus dem Buch von Danzer und Lucille Caperon, Danzer ist in Houston, glaube ich, oder in Austin tätig, Lucille Caperon in Bordeaux. Und die haben beide das aus meiner Sicht wirklich weltweit führende Buch in englischer Sprache geschrieben. Inflammation Associated Depression, also Depression, die an die Entzündung angekoppelt ist. Und das ganze Buch befasst sich mit diesen Mechanismen. Und daraus wissen wir eben, dass solche Entzündungsprozesse eben eine Dauerentzündung im Gehirn schaffen, wie wir sie hier auch angenommen haben. Und dass diese Dauerentzündung dann zu einer entzündlichen Aktivierung bestimmter Hirnzellen führt, die wir Mikroglien nennen. Das, was ich jetzt sage, ist in einem exzellenten Buch aus dem Springer Verlag beschrieben. Das ist nicht Spekulation. Also ich brauche hier nicht sagen, ich vermute das, sondern ich weiß, das ist so. Und wenn eine große Zahl Patienten diese Befunde hat auf Dauer, dann werden sie in solche Mechanismen hineinrutschen. Und wir wissen dann, dass dieses Entzünden des Gehirns,
dann dominosteinartig eine Entzündungskaskade im Gehirn bedingt, bei der dann auch ein bestimmter Rezeptor beteiligt ist. Wir nennen ihn NMDA-Rezeptor, N-Methyldiaspartat-Rezeptor, ein harter Name für die Zuhörer. Aber wir kennen ihn, und dass die Fehlregulation dieses Rezeptors dann sehr viel beiträgt zu den dann Manifestationen der Erkrankung. Wir stecken also mit dieser Kenntnis drin in einem Prozess, von dem wir wissen, dass diese Krankheiten entstehen. Und wir können beide sagen, dass das, was wir gefunden haben, sich genau in diese Mechanismen einschaltet und dass nicht nur eine Virusinfektion hinterher Abgeschlagenheit, Niedergeschlagenheit erzeugt durch die Entzündung, sondern dass wir über physikalische Einflüsse von außen solche Prozesse genauso in Gang bekommen haben. Und wenn wir eine Gesamtgesellschaft unter solche Einflüsse stellen, dann müssen wir davon ausgehen, dass eine nennenswerte Rate da erkranken wird und dass wir damit Volkskrankheiten erzeugen. Ich will noch mal zurückgehen auf die Studie der AOK in Deutschland zum Thema Burnout. Das war, die AOK hatte 2012 ihre Daten ausgewertet von 2004 bis 2011. Und da war etwas ganz Interessantes dabei herausgekommen. Unter der Diagnose Burnout, was ja eine Erschöpfungskrankheit ist, waren 2004 0,84% der Versicherten der AOK betroffen. Die AOK ist die größte Versicherung in Deutschland. Nur sieben Jahre später, waren das fast 10%, 9,6%. Also von 700.000 auf 8 Millionen oder was? Oder genau. Explosionsartig. Ja. Das heißt, wie wollen wir solche schnellen Änderungen in solchen Zahlen? Das ist das Zehnfache in sieben Jahren gewesen, mehr als das Zehnfache. Wie wollen wir die denn erklären, wenn wir nicht auch dran denken, dass solche Mechanismen sich beteiligen in der Pathogenese? Denn diese Dinge haben sich in solchen Zeiträumen natürlich dramatisch verändert. Und die sind natürlich auch eine Erklärung dieser extremen Verschiebungen in den Krankheitsprofilen der Gesellschaft. Ich spreche einen anderen Punkt an, den wir diskutieren müssen. Diese Menschen laufen vorentzündet herum, ohne es zu wissen. Sie sagen das oft auch. Sie sagen, ich fühle mich fiebrig, aber wenn ich Fieber messe, habe ich gar kein Fieber. Die Temperatur ist nicht erhöht, aber ich habe immer so das Gefühl, als hätte ich etwas. Und wenn jemand jetzt in einem solchen Befund drin ist, wie wir es hier sehen, und steckt sich mit einer Viruskrankheit an, dann fängt seine Entzündung der Viruskrankheit nicht bei null an. Denn er ist ja bereits entzündet. Und das ist eine Frage, die haben Laien zum Anfang von der Corona-Pandemie auch gestellt. Die haben gesagt, können solche physikalischen Einflüsse denn unseren Krankheitsverlauf negativ beeinflussen? Es wurden gleich alle, die eine solche Frage stellten, verteufelt, als ob sie etwas Unzulässiges fragten. Sie haben etwas Zulässiges gefragt. Und wir müssen uns als Ärzte und als Wissenschaftler eben auch fragen, welche Rolle solche Interaktionen künftig spielen. Ich warne seit etwa Anfang der 90er Jahre vor solchen Interaktionen, und dass wir die Konditionen in der Gesellschaft nachhaltig ändern, eben auch für die Prognose solcher Krankheiten, die zunächst mal nicht direkt mit 5G etwas zu tun haben, die aber parallel zu 5G ablaufen. Und da ist es nicht egal, ob ich eine Person bin, die einen solchen Prozess laufen hat oder eben ihn nicht laufen hat. Ich habe noch zwei Fragen, Kurt. Und zwar, bekannt ist ja, dass eigentlich diese inflammatorische Herde eigentlich heutzutage eine Volkskrankheit ist und dass eigentlich am Ende der Kette immer eine Krankheit steht, oder? Hast du diese Messwerte auch gemacht mit Entstörung? Nein. Soweit wie Diana bin ich nicht. Das ist auch der nächste Ansatz. Das heißt, kann ich die immunologische Reaktion auch entstören oder ist sie gegenüber der Entstörung resistent und verbleibt? Diese Frage ist eine gute Frage, auch eine berechtigte Frage. Ich kann sie aber noch nicht beantworten. Da bin ich einfach zeitlich, hinke ich hinter Diana hinterher. Ich versuche zu strampeln und sie einzuholen, aber da ist noch Arbeit zu tun.
Und ich will, gerade weil du solche Fragen der künftigen Untersuchung ansprichst, noch auf eins hinweisen, was wir jetzt auch in die Untersuchung einbeziehen. Wir wissen aus dem Buch von Straub, ein Professor aus Regensburg, der ein hervorragendes immunologisches Buch geschrieben hat, dass immer dann, wenn Entzündung abläuft im Körper, auch die Stressreaktion einsetzt, weil das sympathische Nervensystem ist entzündungsunterhaltend. Und die rote Linie, die wir hier in diesem Bild sehen, ist die Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Und wenn die Entzündung nicht mehr kontrolliert wird, geht dieser sympathische Nerv weit hinauf. Er entkoppelt sich in der Kooperation mit den zentralnervösen Regulationen. Und wenn diese Entkopplung erfolgt, sagt Staub, in dem Moment geht Krankheit los. Ja, das habe ich aber auch immer so gelernt. Wenn der Sympathikus Stress hat, dann gibt es keine Reparaturprozesse, oder? Und wenn ich einen ständig Stress habe, ständig im Sympathikus bin, habe ich auch keine Reparaturprozesse. Der Sympathikus ist ein Befeuerer. Wir waren ja früher immer der Meinung, das sympathische Nervensystem oder die Botenstoffe, die ihn befeuern, werden im Gehirn und der Nebennierenrinde produziert. Das müssen wir völlig korrigieren, weil wir wissen, dass die Immunzellen selbst diese Botenstoffe auch herstellen. Das heißt, das Immunsystem fährt sich auch in ein geändertes Leistungsprofil hinein. Was wir in den blauen Pfeilen nach oben als rot beschrieben sind, sind die freien Sauerstoffradikale, die im Körper sich aggressiv und zerstörerisch verhalten. Die gehen hinauf und der Energieverbrauch geht bei dieser Aktivierung des sympathischen Nervensystems erheblich hoch und wir verlieren Energie, drum bei ATP der Pfeil nach unten, weil die Energie dauernd sinkt. Und wenn wir eine Bevölkerung dauernd in diesem Zustand haben, dann ist es normal, dass sie sagt, ich bin müde, ich bin antriebslos, ich bin lustlos. Das hat nichts mit Psyche zu tun, sondern das sind einfach Effekte, von denen wir wissen, dass sie durch solche Prozesse eben hochgeschalten werden. Und ich muss gerade mal sehen, ob ich eine Ja, und dann sehen wir unten, was wir in der HRV in diesem kleinen rechteckigen Bild sehen, da sehen wir die Funktion in der oberen Reihe zwischen Sympathikus, das ist die rote Säule in der Mitte, und dem Parasympathikus rechts sehr ausgewogen ist, das ist mein eigener Befund normal. Und dann sehen wir in der unteren Reihe, wie das ist bei einem solch sympathisch aktivierten Patienten in Entzündungsprozessen. Die rote Säule, würden wir sagen, auf dem Bild ist dreimal so hoch oder zweieinhalbmal so hoch wie die drüber. Weit gefehlt. Ich glaube, sie ist 20-mal so hoch, weil die Skala logarithmisch ist. Das heißt, dieses System fährt massiv hinauf. Wir werden jetzt diesen Untersuchungsteil in unsere Experimente in Zukunft einbeziehen und werden gucken, was macht das sympathische Nervensystem, und wir werden das ist ein eigener Befund von mir, die unteren dichten Säulen sind wieder die von Pulsfrequenz links lila, Mitte Sympathikus rot, ein guter Befund, blau Parasympathikus gut leistungsfähig, das ist eigentlich eine Stärke meines Körpers, den Parasympathikus wirklich immer in guter Funktion zu haben. Und dann habe ich die aufgesetzten Säulen, das ist mein eigener Befund nach Einwirkung des Tetrafunks, weil ich wohnte neben der Kriminalpolizei, die den Tetrafunk benutzte. Und wenn die den anschalteten, saß ich nachts senkrecht im Bett, so wurde ich wach. Das war wie eine Alarmreaktion. Diana Hens sagt immer, diese Reaktion verursacht Angst und Panik auch. Es ist eine Panikreaktion. Ich sage immer, ich bin ziemlich panikresistent, aber ich sitze da wie beim Notfalleinsatz auf der Intensivstation, wenn ich gerufen wurde, weil ein Herzstillstand da war. Und so war in diese Verfassung, schoss mein Körper hoch. Ich hatte eine Pulsfrequenzerhöhung, ich hatte eine Blutdruckerhöhung und der parasympathische das parasympathische Nervensystem in der rechten blauen Säule sank ab auf das Niveau des schwarzen, der schwarzen Säule, und das war nur noch ein Drittel. Also mein Sympathikus hat sich vervierfacht, der Parasympathikus auf ein Drittel herunter. Das heißt, die Dysbalance ist von jetzt auf nun massiv, hat sich verändert.
Und diesen Ansatz der Diagnostik werden wir einbeziehen jetzt in unsere Überprüfungen, sie auch korrelieren zu den EEG-Befunden, die Diana Henz erhebt. Wir werden sie korrelieren zu den Zytokin-Befunden, die wir haben. Und aber auch zu den Störungen, weil das ist ja auch noch wichtig, weil wir müssen ja auch letztendlich eine Lösung bringen können. Ist der Punkt. Aber du willst immer alle Schritte von uns gleich. Wir haben kein Institut, wir zwei. Wir sind zu zweit. Und wir werden alle diese Schritte uns vornehmen, aber wir müssen auch eins nach dem anderen machen und man darf eins nicht vergessen, in einem Teil der Untersuchung, die wir gemacht haben, waren alle Corona-Einschränkungen, das heißt, wir konnten zeitlich, wir hatten eine Zeitplanung und mussten plötzlich abweichen davon, weil Reisen hinkommen, die Probanden sind nicht alle vom Ort des Institutes. Das heißt, das muss organisiert werden. Wir hoffen, dass das in Zukunft ein bisschen leichter geht. Und wir wollen noch etwas dazu nehmen und du wirst wieder sagen, wie sieht das abgeschirmt aus und wie nicht. Und das ist das, was wir als Voltage-Gated Calcium Channels bezeichnen. Das sind durch Elektrospannung gesteuerte Ionenkanäle, die in den Membranen sitzen. Ja. Und wir wissen, dass es Ionenkanäle gibt, die über elektrische Schaltung gesteuert werden. Die Ionenkanäle haben unterschiedliche Schaltmechanismen. Es gibt zum Beispiel Ionenkanäle, die über Berührung geschalten werden. Also ich kann Ionenkanäle taktil auslösen. Ich kann Ionenkanäle thermisch öffnen. Das macht die Sauna vielleicht zum Beispiel als Beispiel. Und wir wissen eben, dass es elektrisch geschaltete gibt. Da wird es natürlich wichtig, ob solche Spannungsänderungen über 5G die Funktion von Ionenkanälen ändern. Und wenn so ein Ionenkanal dann praktisch wie an einem Lichtschalter geöffnet wird, kommt es zu einem Calcium-Einstrom in die Zelle hinein und zu einem Kaliumausstrom. Diesen Kaliumausstrom habe ich bei mir bei dieser Untersuchung dieses sympathischen Nervensystems bereits gemessen. Ich hatte ein hohes Kalium dann. Das werden wir versuchen, systematisch noch in die Forschung mit reinzunehmen, diese Überprüfung, weil das erklärt dann möglicherweise auch die Frage der individuellen Empfindlichkeit, dass manche auf das Verschalten einfach stärker reagieren und warum das auch so plötzlich dann losgeht, weil das geht dann wirklich wie wenn man am Lichtschalter dreht. In dem Moment, wo dieser Mechanismus losgeht, geht das Calcium rauscht hinein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ziemlich gut gesichert ist wissenschaftlich, dass der Calcium-Einstrom in die Zellen bis hin zum Zelluntergang führen kann. Das wäre für die Mitochondrien, die unsere Energiezentrale sind, sehr wichtig, weil wir dann eben auch anfangen können zu erklären, warum Schäden an den Mitochondrien durch solche Einflüsse entstehen können und warum eben die Leistungsfähigkeit dieser Energiezentren, sie sind nicht nur Energiezentren, sie sind mit der Progesteronherstellung auch ein hormonelles Zentrum, was so gut wie niemand weiß und beachtet. Sie sind mit der Melatoninproduktion auch Schlafregulierer. Diana Henz hat vorhin gesagt, die Schlafstörung ist ein wesentliches Element. Da hat sie schon Erklärung durch ihre Befunde. Da könnte ich möglicherweise von meiner Seite zusätzliche Erklärungen finden. Ich muss leider jetzt zum Ende kommen, lieber Kurt. Aber gestatte mir noch eine Frage. All das, was jetzt noch kommt, ist ja genial und ich bin total neugierig darauf, auf diese Ergebnisse. Aber das, was wir jetzt schon wissen, was wir von deinen Forschungsergebnissen schon gehört haben, lässt doch den Schluss zu für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt schon mit einer sicher mit der Thematik Entstörung auseinanderzusetzen, oder? Auf jeden Fall, denn das Thema betrifft jeden und wir haben gesehen, dass nicht nur Telefonieren mit 5G Effekte aufs Gehirn hat, sondern auch allgemein die Strahlung aus der Umwelt bereits Effekte auf das Gehirn hat. Und daher lohnt es sich, sich mit dem Thema zum einen, wie wirkt diese Strahlung auf den Körper zu beschäftigen und zum anderen mit der Prävention. Mhm. Was können wir dagegen tun? Wo finde ich mehr Informationen zu diesem Thema Prävention? Es gibt eine ausführliche Darstellung zum Thema Prävention und auch Intervention auf den Seiten der salusmed.world. Ja, das ist die Stiftung, die hat sich dem verschrieben, ja, super. Und da sind auch deine Ergebnisse drauf?
da sind meine auch bereits drauf. Mhm. Ja. Und man findet auch die Lösungssysteme, der Ort, wie sie präsentiert werden und vielleicht auch, wie die funktionieren und, und. Man findet Angaben. Wir hoffen allerdings auch, durch unsere Forschung weitere Ideen für die Therapie noch einzubringen. Das heißt, wie können wir den Körper funktionell stabilisieren, neben dem Abschirmen nach außen, neben dem Entstören. Das heißt, wie können wir den Körper resilienter machen in dieser Welt. Es ist Eile geboten, weil wir werden diese Technologie nicht abschaffen. Sie wird sich mehr und mehr etablieren. Das heißt, das, was wir sagen, was geschehen muss, muss zügig geschehen. Wir haben nicht Zeit zu verlieren. Das muss man ganz klar sagen. Da sind wir wieder da, die Mikronährstoffdepots aufzufüllen, dass der Körper wenigstens mal biochemisch die Grundlage hat, gut zu reagieren auf Störfelder. Und natürlich solche Ideen zu nutzen, die Strahlung direkt an der Quelle zu entstören. Also denke ich, das sind die Erkenntnisse daraus, oder? Super. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Dr. Med. Kurt Müller, und danke dir auch, liebe Dr. Diana Hinz. Jetzt habe ich es, ich muss immer mit dem Diana und Diana überlegen, dass ich es nicht falsch sage. Was mich begeistert an dieser Sendung ist, wie unfassbar Wissenschaft aussieht. Man hört ja immer wieder dieses und jenes, und heute hören wir einfach von zwei Menschen, da wird nicht einfach geredet, sondern werden einfach Fakten präsentiert. Und ich denke, das ist eine neue Liga jetzt auch für uns, wenn wir solche Sendungen unseren Zuschauern präsentieren dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und auch für die Arbeit, die ihr da macht. Und mit Sehnsucht sehe ich den nächsten Ergebnissen entgegen. Speziell auch diese Natrium-Kalium-Geschichte, das finde ich wahrscheinlich eine ganz wichtige Sache, wo man vielleicht auch die Brigitte König mit einbeziehen müsste. Wir danken dir für das Forum, das du uns bietest. Das ist uns eine Hilfe und Unterstützung, die wir sonst zu wenig bekommen. Insofern ist das für uns auch ganz wichtig, dass man auch sieht, dass wir sachlich argumentieren, dass wir nicht marktschreierisch und hetzend sind, sondern dass wir unsere Dinge auf Daten und Befunde aufbauen und nur das sagen, was wir auch belegen können. Und das ist uns beiden ein wichtiges Anliegen. Und wenn ich noch abschließend sage, weißt du, heute sind wir alle stark, indem wir zitieren, die Experten sagen, und fertig und hinterfragen nichts. Heute haben wir zwar zwei Experten, die was sagen, aber sie zeigen es uns auch mit Fakten, und das gefällt mir ganz großartig. Nochmals danke, und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, wir haben alle viel zu tun jetzt mit diesen Erkenntnissen, die wir gerade gehört haben, und wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrem Weg. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.